Wie wahrscheinlich der Dritte Weltkrieg ist, möchte ich euch anhand eines Beispiels zeigen. Für einen Dritten Weltkrieg muss zumindest aktuell Russland und NATO in einen bewaffneten Konflikt geraten. Um in einen bewaffneten Konflikt zu geraten, müsste Russland theoretisch ein Bündnisstaat angreifen. So ist zumindest allgemein die Annahme. Viele denken, dass ein bewaffneter Konflikt zwischen diesen Parteien nur so zustande kommen kann. So ist es allerdings leider nicht. Nehmen wir an, während des Krieges treffen russische Raketen, ob beabsichtigt oder unbeabsichtigt, ein Kernkraftwerk in der Ukraine und es kommt zu einer nuklearen Katastrophe. Wenn die radioaktiven Strahlen, die dadurch erzeugt werden, Polen oder ein anderes NATO-Mitgliedsland erreichen würden, würde dies den Bündnisfall Artikel 5 auslösen. Im Artikel 5 vereinbaren die Parteien nämlich, dass ein bewaffneter Angriff gegen eine oder mehrere von ihnen in Europa oder Nordamerika als ein Angriff gegen sie alle angesehen wird. Radioaktive Strahlen, die durch einen russischen Angriff auf ein Kernkraftwerk in der Ukraine freigesetzt werden und einen oder mehrere NATO-Mitgliedsländer erreichen, gelten als direkter Angriff auf die jeweiligen Länder. Somit wäre NATO offiziell dazu berechtigt bzw. teils dazu gezwungen, Russland den Krieg zu erklären oder einen Erstschlag gegen Moskau durchzuführen. Wie dieses Beispiel bzw. Szenario gibt es aktuell 122 mögliche Szenarien, die der Realität sehr nahe sind und aktuell von den Vereinten Nationen als wahrscheinlich eingestuft werden. Außerdem gibt es weitere 270 Szenarien, die von der Realität weit entfernt sein sollen und als unwahrscheinlich gelten. Unter den 122 wahrscheinlichen sollen allerdings 17 Szenarien von den Vereinten Nationen wiederum als aktuell sehr wahrscheinlich eingestuft worden sein. Das eben erwähnte Beispiel befindet sich an erster Stelle dieser 17 Szenarien. In den vergangenen Wochen hatte der UN-Generalsekretär den Einsatz von Atomwaffen als unvorstellbar bezeichnet. Nun änderte er seinen Ton. Die Aussicht auf einen nuklearen Konflikt sei mittlerweile im Bereich des Möglichen. Und dass Russland die Abschreckungswaffen der Atommacht in Bereitschaft versetzt habe, sei eine gruselige Entwicklung. Allerdings warnte er wegen des Ukraine-Kriegs auch vor einer bevorstehenden Lebensmittelkrise in Europa und vor einem Hungersnot in Entwicklungsländern. Er sagte, dass die internationale Gemeinschaft sofort handeln muss, um einen Zusammenbruch des globalen Nahrungssystems zu verhindern. Schon vor dem Krieg hätten die Entwicklungsländer nämlich mit den Folgen der Pandemie wie Inflation, steigenden Zinsen und Schulden zu kämpfen gehabt. Jetzt wird ihre Kornkammer bombardiert, kritisierte der UN-Generalsekretär. Denn mehr als die Hälfte der Weizenlieferungen des Welternährungsprogramms sollen tatsächlich aus der Ukraine kommen. Dass US-Präsident Joe Biden beispiellose Militärhilfen in Höhe von hunderten Millionen Dollar der Ukraine zugesagt hat, macht die Sache, um ehrlich zu sein, nicht leichter. Präsident Erdogan kritisierte bereits in den ersten Tagen des Konflikts die Haltung der USA und die der Westen. Demnach sollen sie nicht der Deeskalation beitragen und nur am Reden sein, statt zu handeln. Unterdessen bemüht sich die Türkei um eine Deeskalation und führt die Diplomatie weiterhin fort. Der türkische Außenminister führte Gespräche in Moskau und Kiew, um im Ukraine-Konflikt zu vermitteln und die türkischen Bemühungen um einen Waffenstillstand und Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine voranzutreiben. Trotz der starken Diplomatie weiß man nicht, ob die Bemühungen der Türkei wirklich etwas bewirken. Denn die Türkei steht mit ihrer, mehr oder weniger neutralen Haltung, sowie ihrer förderlichen Vorgehensweise nahezu allein. Auch wenn Präsident Erdogan den russischen Angriff auf die Schärfste verurteilte, fügte er dennoch hinzu, dass die Türkei weder auf Russland noch auf die Ukraine verzichten kann und bereit ist, alles dafür zu tun, um diesen Konflikt zu beenden und eine Eskalation bzw. einen globalen Konflikt zu verhindern. Denn ein globaler Konflikt, also ein dritter Weltkrieg, vollkommen egal, ob es atomar oder konventionell geführt wird, hätte gravierende Folgen für uns. Man sollte mindestens von einem Wirtschaftscrash über ausfallende Infrastruktur bis hin zu Lebensmittelknappheit alles mit einkalkulieren. Mehr noch, der Tag, an dem in der Ukraine der Kriegszustand ausgerufen und willkürlich Waffen an das Volk verteilt wurde, war noch bis vor 48 Stunden davor unvorstellbar für die Menschen dort. Auch die Krise um das Sonnenblumenöl und Mehl in Deutschland war noch bis vor 2 Wochen unvorstellbar. Allerdings entwickelt sich, besonders seit 2 Jahren, alles sehr schnell. Wir sollten allerdings dennoch optimistisch sein und die Ruhe bewahren, aber zumindest psychisch auf alles vorbereitet sein.